Prost, meine Lieben. Meine Damen und Herren, willkommen zum erneuten Video auf meinem Kanal. Dankeschön. Hast du auch die ganze Zeit diese Fuff-Affäre auf deiner For You? Nein, ich weiß nicht, was du da anschaust, dass du sowas kriegst. Ich will jetzt nicht immer wieder am Anfang sagen, heute reagieren wir auf Influencer, auf TikTok. Wir schauen rein. Das Video geht nicht einmal 0,01 Sekunde und direkt der erste Optik. Reingeschissen, würde ich jetzt einmal behaupten. Du, Loser, willst mit mir, Winner, kommunizieren, dein Niveau, mein Niveau, Abstand, sprich mit meiner Hand. Aha, dieses Abstand, sprich mit meiner Hand, das habe ich, lass mich nicht lügen, mit 8 oder so gesagt. Das war damals so. Dieser True. Film. Mit dem ich mich identifiziere, ist keins, daher auch die Pronunzierung Xis, die so ähnlich wie they and them sind, und das Geschlecht, mit dem ich geboren bin. Das geht nur mich und Leuten. Jetzt einmal kurz ein Real Talk, okay? Ich weiß jetzt. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Jetzt nicht, wie ihr da draußen das seht, aber für mich, rein für mich, gibt es zwei Geschlechter. Das ist männlich und weiblich. Das war's. Was ich mich jetzt wirklich frage, was die im Internet so angeben bei Geschlecht, da gibt's ja männlich und weiblich. Da gibt's nicht einen anderen und Xixi oder wie die. Und Xixi. Sag, wenn auf ihn wird, sprich mit meiner Hand. Phil, du hast nichts zu melden. Ganzen Geschlechtsarten heißen. Ja. Ha. Angefangen hast du mit der Schlägerei. Also, was ich wirklich witzig finden würde, wenn es auf sein Ding ein Video geben würde, wo er mit Sarah TikTok macht. Wo gerade ja, wir färben uns heute die Achselhaare mit Krepppapier. Die Idee hatte tatsächlich meine Schwester, weil sie gesehen hat, dass wir beide so lange Haare hatten. Wirklich, Applaus nochmal für Anna Strigl, dass sie konstant, wirklich sehr konstant, ein Jahr lang ihre Achselhaare, Beinhaare, weiß nicht welche Haare sie sich alles gefärbt hat, aber sie hat sich die Haare auf jeden Fall ein Jahr durchgehend gefärbt. Wie viele Millionen Abonnenten die mit dem Shit gemacht hat. Ich gönne sie von Herzen, wirklich. Wenn ich jetzt sie abonnieren würde, würde ich mich schon fragen, was, warum habe ich sie abonniert? Weil Haare färben kann ich mir ja selber auch, oder nicht so mäßig jetzt. Das brauche ich mir nicht ausschauen bei einem anderen. Alter! Hey, geht's dir? Der Typ hinter der Kamera hat wirklich nichts Besseres zum tun, als zu fragen, wie geht's dir? Es wird besser denn je gehen. Also ich glaube wirklich, nach dem Sturz, sein Leben hat sich gewendet. Wirklich, Leute, jetzt kommt wirklich was. Und wie geht's dann der heute? Jetzt seid mir nicht böse, dass ich das mache, okay? Aber ich gebe das erste Mal Props. Ich zeige euch jetzt ein TikTok, ihr könnt's nicht. René, du kannst doch keinen Props geben, Alter. Props, das geht nicht, René, hör auf damit. Kappa. Gerne folgen, wenn ihr ihn nicht folgt, dann folgt ihr nicht, aber ich finde den Typen legendär. Also der Typ hat wirklich Potenzial, in Wien oder in Österreich Welle zu schieben. Wirklich jedes Mal, wenn du nach Chick fragst, fragst du nicht normal, sondern du gehst hin zu der Person und gehst hin und sagst, ey, Bruder, hast Chick vielleicht, Bruder? Das heißt ganz wichtig, das Bein nach hinten. Hast du Chick? Ich will, dass die ganzen Raucher in Österreich wirklich diesen machen. Hast Chick, Bruder? Hast Chick, Bruder? Wie er schon gesagt hat, ganz wichtig, Bein hintere. Also, hast Chick, Bruder? Sag mir, dass du ein Läufer bist, ohne mir zu sagen, dass du ein Läufer bist. Gut, der Bruder hat den Begriff Läufer. Fuck, zieht da einfach Weed raus. Läufer anders aufgefasst. Sowas ist auf meiner For You, Phil.
Also das Gerät hat bei ihm, glaube ich, zu gut gewirkt. Also ich... Es sind halt schon wirklich zwei fette Beulen. Also da glaubt man wirklich, der Kiefer ist sechsmal durch. Also... Nein. Ja. Ja. So unnötig, wer findet so ein Kiefer geil, die habe ich auch auf meiner For You. Das sind die Standard. Das sind die Standard-Gangster. Ja, hallo, grüß Gott, ist das eh die Nummer von der Psychiatrie? Ich hätte einen neuen Kunden für Sie. Ha. Ja, der ist durch. Also, das ist ein Sie, aber die ist durch, ja. Ich habe 10 Videos davon gemacht, und wenn du das als erstes siehst, ist das ein Zeichen. Ah, das ist wieder dieser Nordrippix. Ei. Also, der Content von ihm ist wirklich... innovativ. 10-mal dasselbe Video hochladen und hoffen, dass eins viral geht. Ja, sicher. Also für alle, die hinterm Mond leben. Oh je. Oh je. Jetzt wird's gleich cringe. Der Giraffe. Wie geht's? An alle, die hinterm Mond leben. Der Charlie ist mein Hund. Und ihr redet mit ihm so ein bisschen anders. Lektion 1. Er heißt nicht Charlie. Er heißt Darl. Bitte was? Wie heißt der? Er heißt Darl. 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 Passt. Zum Beispiel sag, keine Ahnung, ich sag sowas wie, ich mag Kekse haben. Super, dir alles bestens. Dann sag ich nicht, ich mag Kekse haben, logischerweise, sondern der Satzbau ist auch komplett anders. Das wird so ein bisschen verdreht und man verwendet nie die Ich-Form. Das vergisst man, man nennt sich beim Namen. Wenn du die Sprache beherrschst, dann kannst du kein Deutsch mehr. Also ich vom Weg dahin Satz komplett umdrehen und umbauen. Oh, Alter, da musst du ja 6-mal studiert haben, dass du mit einem Hund reden kannst. Oder wo bin ich denn da jetzt, Alter? Lasst's mir in Ruhe. Did a group survey. Here's the results. Who's the drippiest? I'm back on my trip, my trip. Most likely to pull? Most likely to get into a fight? When me fuck, I smash till that bitch beat me. That's one. Wait a minute. Bist du deppert? Durch sind die sicher. Sicher sind die durch. Da brauche ich auch, glaube ich, das TikTok nicht kommentieren, weil das sieht jeder normale Mensch, dass das nicht normal ist. Aber auf TikTok sind keine normalen Leute. Das sehe ich. Das sieht jeder. Heute kommen mal die besten... Nein, nicht schon wieder eher. ...besten Tipps, wie man sich vor Geringverdienern fernhält. Punkt 1 ist, du erkennst Geringverdiener an ihrem Kleidungsstil. Du kannst sie fragen, was hältst du von der neuen Pepsi? Und wenn er sagt, ich mag Cola mehr, dann weißt du, das ist ein Geringverdiener. Ich sehe das jetzt als einen persönlichen Angriff. Wir können uns gerne persönlich treffen und das klären. An die Influencer. Macht's kein Auge. Yeah.